gerade an einem Baum, wo etwas sehr Schönes zu sehen ist, und Serafin erzählt einen Moment lang. ¿Qué está interesante aquí, Serafin? ¿Puedes? Esta es una planta de haba, una leguminosa que está ya en etapa de floración y es el momento en que inicia para compartir el nitrógeno que fija en el suelo para compartir con la manzana. Ese es el momento que ya cuando las plantas están leguminosas están en floración, ya es momento de compartir el nitrógeno que fija en el suelo con las plantas que están alrededor. Por eso aquí intencionalmente se ha plantado la haba alrededor de la haba. Aquí también tenemos también una planta aromática que es el perejil, que también es parte de la cocina de la comida boliviana, ¿no? Okay, das ist erzählt hier gerade, also wie die beiden Pflanzen interagieren. Das hatten wir eben auch schon mal gehabt, und zwar, dass diese Bohnenpflanze halt Stickstoff bindet, gerade wenn sie blüht. Gerade dann gibt sie besonders viel Stickstoff an den Apfelbaum ab, und gleich daneben ist eine Petersilie. Also wunderbar dicht an einem Baum und zeigt, was man eigentlich alles zusammen pflanzen kann und wie gut man diesen Platz nutzen kann. Das ist wirklich hier gerade noch am Anfang. Da steht der Mais. Hier hat er auch noch irgendwas gepflanzt, ich glaube Zwiebeln und so weiter. Also es ist noch ganz viel Platz und trotzdem schon wunderbar genutzt in Kombination mit dem Baum. Das ist dynamischer Aquaforst.